Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück bei einer neuen Folge 7 Days to Die. Mit dabei ist natürlich der Herrgott. Moin Moin. Wenn man ihn nicht hört. Gerade. Was, mich? Ja, es ist halt bei meinem Bohrer so laut. Sie machen wieder Krach. So, wir haben jetzt ganz kurz ein bisschen geschaut. Der Dark baut das linke Fenster gerade oben. Da wollen wir mal gucken, was dann der Zuspruch bekommt. Weil ich hätte ja gerne so ein. Gefällt mir ehrlich gesagt vom Unterschied her dann doch nicht so. Muss mal gucken. Ich würde nämlich gerne ein bisschen nach innen gezogen das Ganze kriegen. Und da halt dann diesen Maschendrahtzaun einzusetzen. Nur wäre es mir fast noch ein bisschen lieber gewesen, wenn wir hier Cobblestone-artige Dinger hätten. Aber naja, mal schauen. Die Frage ist, kriegt man die überhaupt so gedreht, dass sie da reinpasst, wie es soll? Diese Corner sind ja immer das Schlimmste. Ja, man kann das nicht so drehen. Sehr, sehr unschön. Müssen wir nach anderen schauen. Gucken wir nach anderen Cornern, was es da sonst so gibt. Das sind Inner Corner, gell? Ja, das sind Inner. Da brauche ich Outer, wahrscheinlich. Outer Corner. Gibt's die gar nicht mehr? Normal müsste es die noch geben. Vielleicht haben sie auch anders genannt jetzt, gell? Das weiß man ja auch nicht, wie das da immer wechselt. Inside Corner, Ramp Corner. Nein, da brauchst du Inner Corner. Ich hab sie aber nicht so gedreht, dass die da reinpassen. Normal müsstest du das hinkriegen. So wie ich die hier im Prinzip habe. Nur dass sie es halt nicht so weit runterzieht. Ja, ich will sie aber nach oben gezogen kriegen. Ich will hier quasi komplett einen Ring draus machen. Ja, ja, aber du brauchst trotzdem so wie hier die Inner Corner. Bist du hier irgendwo rein? Oben passt, aber es geht halt nicht nach unten. Ist auch kacke. Nicht schön, nicht schön. Also ihr seht, dass wir jetzt hier gerade so ein bisschen am Schauen sind. Ist vielleicht abgerundete Ecken. Können wir das mit diesen runden Dingern machen? Es ist nicht das Wahre. Es ist nicht ganz das Wahre. Aber naja. Was soll man machen? Du kannst halt auch nicht so drehen, dass es besser wird. Weil ich will hier diese Seite dicht machen, dass man das nicht sieht. Es soll wirklich so ein kompletter Kreis werden. Selbe Problem, da sieht man das hier. Das gefällt mir nicht. Geht schneller und ist leiser. Irgendwie gefällt mir das nicht. Sehr, sehr schade. Aber okay, müssen wir mal gucken.
was wir da stattdessen machen können. Und da halt so ein Fenster reinzuziehen. Ich habe mir auch Bock, dass die Shingles ein bisschen mehr in Richtung Cobblestone-Optik gehen, damit man halt da so ein, nicht so einen extremen Unterschied hat. Aber das ist auch nicht wirklich hingehauen, wie ihr gesehen habt. Ich hab's nicht mit dem Deutsch. Mal gucken, ob wir sonst irgendwas damit machen können. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Irgendwas mit Roof. Ja gut, das geht halt auch gar nicht. Diese Dachziele könnten wir da unten auf keinen Fall nehmen. Egal. Was hältst du eigentlich hier von dieser Treppe? Ist das so gut oder hätte man vielleicht eins kürzer machen sollen hier? Dass es abschließend ist mit der Wand. Nö, ich find's gut so. Sehr gut. Einmal gar geprüft. Schon mal ein Anfang. Wir haben jetzt hier unsere schöne Orange, unser orange-blaues Schlafzimmer. Hier oben kommt dann gar keine gerne ein Spitzdach drauf. So nur so im West-Ost zusammenlaufendes Spitzdach, so wie so ein Zelt, also wie man zwei Karten aneinander legt, oder rundherum? Nee, nur einfach so ein normales Satteldach. Es wird halt relativ hoch. Brauchst du ja auch vielleicht nur andeuten. Das ist ja dann modern, wenn es nicht spitz ist. Weil das ist halt 12 breit und wir kriegen ja für jedes Ding eins höher. Das muss dann 6 hoch werden, oder? Dann wäre das Dach etwa halb so hoch wie die beiden Stockwerke, wie Wohnzimmer und Schlafzimmer. So Pi mal Daumen, schätze ich. Rian? Ja? Komm mal runter. Aber ich meinte einfach nur, ganz schlecht würde ich sagen, lassen wir das so mit dem Fenster hier unten. Super. Ich habe den Minjas gemacht. Aha. Na komm, gib doch mal her. Oh, genau. Mal schauen, was der Gag jetzt da gemacht hat. Ich hab's wieder einfach gehalten. Ist vielleicht auf jeden Fall dann besser als, ja, mit anderen geht's halt nicht. Du kriegst halt auch diese Drehung nicht hin, gell? Ja, vorhin, das sieht bescheuert aus mit dem Balken hier. Und ich mag den so hier drin. Ja. Ich finde eigentlich auch ganz nett, dass es halt so ein bisschen stabilisierendes Element noch ist. Hier bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob hier dieses Balken an Balken. Weiß nicht. Wäre da nicht vielleicht sogar fast so ein durchlaufender Balken besser? Also entweder von unten nach oben durchlaufen oder von links nach rechts. Das heißt, hier diese Cobblestones da noch wegmachen. Dass da Holz auf Holz liegt. Cobblestone-Säulen und oben Holzbalken durchlaufen lassen. Cobblestone-Säulen, oben Holzbalken. Das hätte auch was. Gibt's denn Cobblestone-Säulen? Ja, also nicht in rund, sondern halt ganz normal, als wenn du hier nur oben einmal so ein Stück aus dem Stein rausgeschlagen hast, wo der Balken drin liegt. Im Prinzip brauchen wir hier die Balken auch gar nicht, oder? Nö. Die sind hier, also diese Balken, die senkrecht stehen, eigentlich relativ nutzlos. Außer, dass sie Platz wegnehmen. Ja. Schade, wenn die jetzt an den runden Balken oben vernünftig anschließen würden, dann würde es wieder cool aussehen. Ja, machen sie ja leider nicht. Deswegen kannst du ja auch keine richtige Blockhütte bauen. Richtig. So, dann haben wir das wieder weg. Hat sich im Nachhinein jetzt nicht ganz so gut rausgestellt. Aber naja, wir können ja Änderungen durchaus verkraften. Dementsprechend ist gut. Dann aber da oben halt auch komplett einmal Holz durchlaufen lassen, oder?
Ja. Woodlock. Oh, mehr Lock. Das sind nur die falschen, oder? Die kann man gar nicht drehen. Falschen bist? Ja. Ah, doch nicht. Ich glaube, die hier auch noch. Geht aber nicht. Können wir nicht wegmachen, dann sieht man die den Boden von da unten. Vielleicht eine Rampe oder irgendwas. Das ist verdeckt. Mal schauen. Cobblestone Rampe. Einmal Dichter haben wir. Finde ich sogar gut. Finde ich gut. So, dasselbe machen wir natürlich mit den Fenstern auch auf der anderen Seite. Das heißt, hier muss weg. Danach muss draußen noch der ganze Sand weggeschüttet werden. Weggeschmissen, sehr gut. Du hast eine normale Wood Ramp genommen, ja? Ja. Wirkt ja ehrlich gesagt gerade so irgendwie zu flach. So, jetzt machen wir draußen noch schnell den Sand weg. Dann haben wir das wenigstens fertig. Bevor wir dann irgendwie hier mal weiterkommen. Und damit hier dieser Sandhaufen wieder verschwinden lassen. Hier bringt das nicht so viel, aber wenn wir hier eh relativ nah schon am Stahl sind. Da könnte man auch eine Rampe draufsetzen. Ich glaube, das käme auch nicht so schnell. Lassen wir eigentlich nur das Fenster offen oder habe ich da rundherum alles weg? Die ganze Wand gezeigt. Dann machen wir das hier auch. Einmal alles wegmachen. So, jetzt brauchen wir wieder eine Rampe. Wahrscheinlich doch eher die Cobblestone oder Flexstone. Ich glaube, es nimmt sich in dem Fall gar nicht so viel. Du kommst weg, du kommst her.
Das könnte man sogar fast drunter rumführen. Mehr oder weniger. Nur müsste es halt am Boden entlang gehen. Das haben wir hier nicht. Schade. Jetzt wäre das, glaube ich, gar nicht mal so unnett, wenn man das hier so durchziehen würde. Wobei mir die Seite mit dem Fenster besser gefällt als die da drüben. Ehrlich gesagt. Aber okay. So. Ich würde sagen, wir machen uns dann demnächst ans Dach, oder, Nag? Viel Spaß. Wie viel Spaß? Meinst du ein reines Holzdach oder eventuell mit, wie heißt es gleich? Dachziegeln. Mein Gott, können Sie denn nichts alleine entscheiden? Ja, nämlich Dachziegeln, was hast du jetzt davon? Das hast du jetzt davon. Will ich sie mit einbeziehen in das Ganze? Und so wird's einem gedankt. Einmal hast du Mitspracherecht. Ich weiß, ich brauche eigentlich gar keine 1000 davon, aber. Haben oder nicht haben, nicht wahr? Oh, ich könnte ein altes. Das mache ich. Ich lasse was Altes wieder auflegen. Dafür brauchen wir noch ein paar Holzrampen. Die brauchen wir. Wir brauchen Glas. Und zwar dieses hier. Und jetzt würde ich dann hier demnächst anfangen mit dem Dach. Wir machen aber in dieser Folge noch ein bisschen was anderes, dann aber nächste Folge wirklich Dachbau. Das heißt, wir fahren hier erstmal ein paar Fenster rein. So. Das Bett muss eigentlich hier in diese Ecke irgendwo. Weil direkt neben den Treppen ist das irgendwie doof. Ein Ostfenster ist immer schwierig. Sonnenlicht dran, ist das nicht toll? Jetzt müsste man hier eigentlich eine relativ große Glasfront machen. Wobei andererseits ist das auch nicht gerade unbedingt gut, wenn du im Schlafzimmer eine riesengroße Glasfront hast, wo du von überall reinschauen kannst. Aber hier kann ja im Prinzip keiner reinschauen. Ich glaube, so kann man auf jeden Fall das Schlafzimmer schon mal anbieten, grundsätzlich. Was Fenster angeht. So, Küche braucht auch Fenster, ja. Dann würde ich doch sagen, wir lassen hier einfach so komplett Fensterreihe auf Augenhöhe. Ich glaube, das wäre ganz nett. Und andererseits, das sehen wir hier auch. Können halt die Beton, Stahlbeton, Stahl an sich an. Ist nicht gerade so schlimm. Aber okay. Wir sind bis hierhin, genau. Benzin. Schade, ich habe gehofft, das reicht. Aber okay. Wir müssen ja gucken. Hier oder auf der anderen Seite würde ich ja gerne noch so einen kleinen Garten anlegen. Dann wäre hier die Fenster natürlich sehr gut, wenn du hier nicht auf den Garten hast. Ich würde sagen, wir machen hier auch so eine ganze Glasfront hin, oder?
gar nicht erst mit Fenstern arbeiten, sondern wirklich so mit Glasfront. Das sieht aus wie getönt, das Glas. Was die Lichtverhältnisse draußen ausmachen können. Naja. So. Die Küche ist damit soweit fast fertig. Hier kommen jetzt noch die ganzen Küchengeräte rein und die Kisten müssen noch hier reingelagert werden und alles. Das wird alles noch gemacht. Aber jetzt ziehen wir schon mal ein bisschen Fenster. Licht fehlt noch ein bisschen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Hier unten kommen richtige Fenster rein, damit es so ein bisschen wirklich normal wohnlich wirkt. Oben würde ich wahrscheinlich auch gerade hier eher eine Glasfront reinsetzen. Da gefällt mir aber ehrlich gesagt das Duschglas unglaublich gut. Von dem bin ich ja ein großer Fan, wenn halt nicht diese Eckpunkte da wären. Das hätte halt den Vorteil, wenn das, wobei, diese Schattendinger gehen sogar. Einfach nur als Warnung für Vögel, da ist was. Ich glaube, das ist so gar nicht mal so schlecht. Kann man so anbieten. Wir gucken jetzt ganz kurz noch nach Windows. Damit meine ich nicht das Betriebssystem. Oh, ich weiß, der war schlecht. Aber egal. Scrap Iron Window Plug. Nein. Haben hier irgendwelche schönen Fenster? Ich glaube nicht wirklich, gell. Die sind einfach nur diese Standardfenster, die jetzt nicht gerade attraktiv aussehen. Vor allem als größere Fläche. Das ist vor allem kaputt. Sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Aber wie wir das Ganze lösen werden, das seht ihr aber erst in der nächsten Folge vielleicht, je nachdem. Man das jetzt kaputt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer für euer Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, Leute. Ciao, ciao.